1989 fiel die Berliner Mauer. Seitdem begann, was wir als Wende kennen. Als Erdogan erklärt, ist die Wende der größte politische und gesellschaftliche Umbruch des Jahres 1989 in der DDR. Es ist kein Logismus, denn es wurde auch vor dem Jahre 1989 verwendet, um die Jahrhundertwende, den Tod von Stalin oder den Regierungswechsel von BRD zu bezeichnen. Es gab weitere Wörter, die dieses Ereignis nennen könnten. Jedes Wort unterstreicht einen Aspekt der Epoche. Zum Beispiel bezahlt der Begriff Friedliche Revolution sich auf die Bewegungen, die für den Frieden kämpfen hatten. Was sicher ist, ist, dass alles verändert musste. Zuerst wurden alle die Dokumente der Stasi veröffentlicht und wurden Enquete-Kommissionen erschafft, um über die DDR zu erforschen. Es war doch nicht nur eine politische Veränderung, sondern auch eine Totalverdrehung für die Ostdeutschen. Sie müssten sich zu einem neuen System und eine neue Lebensart angleichen. Es gab zwei Möglichkeiten, diesen Orientierungslosigkeitsgefühl zu lösen. Ostdeutschen könnten seine Nachbarn durch die sogenannte Anpassung imitieren, oder sie könnten einfach nur eine neue Identität ausbilden, das anders vom des Westdeutschen war. Die unüberwindlichen Unterscheidungen erfolgen als die Mauer im Kopf. Dieser Ausdruck bestimmt die Eigenschaft der Deutschen, die aus den Vorurteilen beeinflusst waren. Die Ostdeutschen wurden Ossis genannt, während die Westdeutschen Wessis waren. Beide übereinstammen mit den genauen Eigenschaften. Außerdem erscheint der Begriff Beitritt, dass das Rad im Brechen vom Beitritt ist. Durch eine Umfrage war es möglich zu verstehen, dass die Ostdeutschen nicht zufrieden mit der Vereinigung waren. Sie fühlten sich Bürger zweiter Klasse. Die Literatur dieser Zeit ist berühmt als Wendeliteratur. Es ist ein Genre, das mit der Zeit verändert ist, denn die ersten Generationen schreiben über ihren Erinnerungen, während die Generation, die als die Mauer fiel, aus Kindern bestand, seine Identitätssuche erzählt. Eins der wichtigsten Themen war die Nostalgie. Nostalgie ist die Verbindung von Ost und Nostalgie und es drückt das Gefühl der Ostdeutschen aus. Das Wort war von dem Kabarettist Uwe Steimler geprägt und es ist ein mentaler Bau der verlorenen Heimat. Sie wollte nicht ein falsches Bild der DDR malen, aber sie hatte nur die Lust, ihre Erinnerungen wieder zu erlangen und ihr altes Leben zu rehabilitieren. Als Siegmann sagt, Erinner schafft Heimat. Sie wollten die kulturellen Diktaten Westdeutschlands blockieren. Die Autorin ist Jana Hensel. Sie ist am 1976 in Borna geboren. Sie ist auch eine Journalistin, die vor Zeit den Spiegel und die Welt schreibt. Sie ist beim Mauerfall nur 13 Jahre alt. Sie befindet sich in ihrer völlig jünglichen Entwicklung. Das wird seine Arbeit beeinflussen. Sie hat in Leipzig romanische Sprache studiert, aber im Gegensatz zu ihren Vorgängern könnte sie ins Ausland zum Studieren gehen. Sie ging sogar nach Frankreich.
Im alten DDR-System war diese Möglichkeit nicht gegeben. Im Jahr 2002 debütierte sie mit Sonnenkinder. Das Buch ist in 8 Kapitel unterteilt, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Der Autorin verbindet die Erinnerungen an die verlorenen Kinder ein in der DDR, die heute eine ausgelöschte Stadt ist. Sie zeichnet die markanten Punkte der Kinderarbeit durch die Medienprodukte, wie zum Beispiel Magazin. Das Buch komplizierte mehrere Genres. Es ist kein richtiger Roman. Es könnte ein Wenderoman sein, die sich mit dem Fall der Berliner Mauer beschäftigt. Aber sie könnten auch eine Autobiografie sein, obwohl sie von einer sehr kurzen Zeit in seinem Leben erzählt. Die Autorin selbst räumt ein, dass das Buch zwischen verschiedenen Genres oszilliert. Auf diesem Grund es als Text genannt wird. Der Titel Zonenkinder erinnert an den Begriff der Zonen, eine Abkürzung, die bis 1949 verwendet wurde, als Deutschland in 4 Zonen geteilt wurde und die sowjetische Zone die sozialistische Besatzungszone war. Für die Bürger des Westens würde es zu einem anwertenden Begriff. Hansel entschied sich vor dem Begriff, weil er für die Kinder des Östens nie ein negativer Begriff war, sondern eine einfache Identifikation. Der Text spricht auch über die Zeit nach der Wende, der Aufarbeitung des Kulturschocks, den die Jugendlichen nach der Wiedervereinigung hatten, den alle Bezüge zur DDR, zu ihrer Kinderheit, existiert nicht mehr. Dies führte zu einer Gesellschaft, in die man sich integrieren müsse. Im Gegensatz zu ihren Eltern, die sich noch als Östdeutschen fühlen, die sich nicht in das neue vereinigte Deutschland integrieren können und zu denen ihre Kinder aufgrund des Generationenunterschieds keine enge Verhältnis mehr haben werden.